Dann einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 9. Spieltag und dem Topspiel zwischen unserem HSV und Fortuna Düsseldorf. Endstand 2:0. Ich begrüße ganz herzlich beide Cheftrainer hier oben auf dem Podium. Und natürlich hat wie immer der Gästetrainer das erste Wort. Daniel Thun, bitte. Vielen Dank, Philipp. Hallo erstmal in die Runde. Und Tim, dir und deinem Team natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das war eine mehr als verdiente Niederlage aus unserer Sicht. Wir haben vom ersten Moment an gespürt, wie viel Wucht Tims Mannschaft dann doch entwickeln konnte. Ich glaube, es war dann irgendwo eine Frage der Zeit, wann dieses Tor fällt. Für uns natürlich unglücklicherweise, dass alles wieder zusammenhängt mit einer Verletzung. Also wenn man so seinen letzten Starter aus der Viererkette dann auch noch verliert, dann ist es natürlich maximal unglücklich. Das hat nicht darauf eingezahlt, dann vielleicht auch etwas resistenter zu sein. Aber ich glaube trotz alledem, dass wir nicht es geschafft hätten, in der ersten Halbzeit uns von diesem Druck dann auch endlos oder gänzlich zu befreien. 1:0 Halbzeitführung war aus unserer Sicht, glaube ich, dann vielleicht auch etwas schmeichelhaft. Wir haben in der zweiten Halbzeit umgestellt. Die Raute hat uns sicherlich gut getan, weil wir das Zentrum dann wieder etwas mehr blockieren konnten. Wir haben in der ersten Halbzeit unfassbar viele Schnittstellen geöffnet, Passwege geöffnet. War natürlich dann wirklich maximal kontraproduktiv, um dann auch dem Gegner vom Tor fernzuhalten. Zweite Halbzeit etwas offener, aber auch da waren wir nicht zwingend genug, hatten nicht so viel Energie, auch nicht dann vielleicht auch nochmal die eine oder Chance herauszuspielen. Am Ende des Tages auch das zweite Tor, glaube ich, dann vom Resultat her immer noch gut für uns. Geht völlig in Ordnung. Hätte mir natürlich gewünscht, Abseits-Tor, dass das vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen spannend gemacht hätte, aber nichtsdestotrotz, wir laufen auf der letzten Rille. Die Jungs haben sich bemüht, sie haben Gas gegeben, also ich glaube, ich brauche einen ersten Anzug dann auch, um an so einem Abend dann vielleicht auch hier bestehen zu können. Danke. Danke, Daniel. Tim, dann würde ich dich einmal um deine Einschätzung bitten. Vielen Dank für die Glückwünsche. Aber erstmal gute Besserung an Matze und Felix, glaube ich auch, oder? Oder geht's bei dem, Daniel? Ich habe ihn noch nicht gesprochen. Aber okay, aber an Matze auf jeden Fall. War früher ja auch mein Spieler, von daher. Gute Besserung auf diesem Wege. Ich glaube, Daniel hat es sehr, sehr gut zusammengefasst. Wir waren von Anfang an da. Wir waren richtig gut drin, haben uns Torschossen erarbeitet. Vor allem sind wir auch zum Abschluss gekommen. Das hat uns in den letzten Wochen so gefehlt, dass wir dann auch Abschlüsse hatten, ob der dann drin war oder nicht. Oder ob wir Aluminiumpech hatten. Aber wir hatten Abschlüsse und dadurch kam der Gegner nicht zum Umschalten. Ja, und das hat uns mit Sicherheit sehr, sehr gut getan. Und von daher war das durch die Bank ein sehr gelungener Mannschaftsauftritt. Auch die Jungs, die reingekommen sind, haben sich nahtlos eingefügt. Und deswegen bin ich heute mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, weil wir sehr dominant waren, aber vor allem auch strukturiert. Ja, sowohl vorne als auch hinten. Wir haben nichts zugelassen. Und vorne, finde ich, dass wir auch oft am sehr guten Keeper gescheitert sind. Aber wir hatten die Situationen, die wir in den letzten Wochen nicht gehabt hatten. Von daher glaube ich schon, dass wir auch heute absolut verdient gewonnen haben. Aber es geht weiter. Wir wollen weiter hart arbeiten und dazu nutzen wir jetzt die Länderspielpause. Vielen Dank. Danke, Tim. Dann kommen wir zu euren, ihren Fragen und Wolfgang Stefan in der ersten Reihe macht bitte einmal den Anfang. Ja, Tim, ich glaube, heute kann man wirklich Sie beglückwünschen oder dich, Entschuldigung, beglückwünschen zum Sieg. Den Schmatzer im Kabinengang gab es heute für Bagariata, den ja eigentlich nicht alle in der Startelf erwartet hatten. Was hat dich so sicher gemacht, dass der wieder so eine Leistungsexplosion heute hinlegt und ja letztendlich auch der Matchwinner war? Weil man es immer erwarten kann von Bakker. Ich kann es aber auch von jedem anderen Spieler erwarten, wenn er so eine Qualität hat, dass er die dann auch zum Einsatz bringt. Ja, manchmal, ja, für uns vielleicht dann ab und zu auch unglücklich, aber heute hat er sehr gut gemacht. Aber insgesamt finde ich, dass wir einfach eine tolle Mannschaftsleistung gesehen haben. Und deswegen war das folgerichtig, dass vielleicht dann Bakker, weil er letzte Woche nicht so agiert hatte, wie es sich alle gewünscht hatten, dass er heute dann ja derjenige war, der uns den Sieg gebracht hat. Roland Kahl für Herr Esports, bitte auch nochmal in der ersten Reihe. Ja, Glückwunsch zum Sieg. Sonny Kittel heute einmal auf der Bank gesessen, dann in der zweiten Halbzeit gekommen, quasi den Wechsel mit Laszlo Benes. Sonny kam gut ins Spiel rein, hat sich heute ein bisschen mehr gezeigt. Wie ist da Ihre Meinung heute zu ihm, dem Pfostenschuss? Ja, der sich wahrscheinlich auch verdient.
Ja, absolut. Ich finde, dass er eine sehr gute Reaktion gezeigt hat. Ja, dass er einfach von Anfang an präsent war und unfassbar gut das zweite Tor vorbereitet. Ja, und die Qualität hat er. Und darum sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Momentan kann ich reinschmeißen, wen ich will. Das macht gerade sehr, sehr viel Freude. Ja, weil natürlich dann auch extrem viel rauskommt. Lazzi, finde ich, hat es auch gut gemacht. Hatte auch ein bisschen Pech mit seinen Situationen, aber hat viel Energie auf den Platz gebracht, genauso wie Sonny. Von daher gibt es nie ein gegen den einen, sondern immer nur ein für den anderen. Da kann ich aber auch andere noch aufzählen. Gibt es weitere Fragen? Wolfgang Stefan gerne. Timme, stehen 8, oder eigentlich geht die Frage an beide Trainer, 18-3 Torschüsse stehen in der Statistik. War das heute ein richtiges Ausrufezeichen vom HSV? Nee, ich habe ja gesagt, ich bin froh, dass wir heute den Abschluss gesucht haben und auch immer wieder gefunden haben. Ich finde, dass wir nicht kläglich mit unseren Chancen umgegangen sind, sondern sehr, sehr strukturiert. Wir sind gescheitert am Pfosten oder am gegnerischen Torhüter, weil er es echt gut gemacht hat. Hat uns auch ein paar Bälle weggenommen, indem er gut ist in der Querpassverteidigung. Ja, aber trotzdem finde ich, dass wir dadurch, dass wir das heute geschafft haben, ja, die Richtung zum Sieg dann geebnet haben dadurch. Und damit bin ich total zufrieden mit meinen Jungs, weil sie geschlossen aufgetreten sind und sich keiner zu wichtig nimmt. Weil das Team steht immer über allem. Und ich glaube, das honorieren auch unsere Fans, die heute unfassbar waren. Und da ist über die Monate was zusammengewachsen. Und es ist einfach nur schön, ja, dass wir sogar unsere Haupttribüne mitnehmen können. Ja, am Ende des Tages haben wir 2-0 verloren, also 18-3 Torschüsse, ja, das zeigt dann, dass wir nicht ganz so viel abgeschlossen haben, der Gegner relativ häufig. Glückwunsch nochmal. Da ich keine weiteren Fragen sehe, den Gästen eine gute Heimreise und einen guten Start ins Wochenende. Danke. Dankeschön.